Wenn das Ding da oben jetzt runterknallt, habe ich tierische Kopfschmerzen. Das verspreche ich euch. Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge Starfield. Und in dieser Folge sollen wir Teile für eine Mikrozelle zusammensuchen von alten Schrottrobotern, die da draußen irgendwo überall auf dem Schlachtfeld verteilt rumliegen. Ihr seht die Zeichen auf der Map unten links. Und die sollen wir alle abklappern. Es ist der Wahnsinn. Ich sag's euch. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder raus. Ich würde sagen, da gehen wir da raus oder geht's hier auch raus? Nö, oder? Nö, hier gibt's nur einen Feuerlöscher. Sarah, hier gibt's nur einen Feuerlöscher. So, und die Teile sollen wir dann wieder rüberbringen zu dem, na, Verrückten hier. Das wird ein Heidenspaß, ich verspreche es euch. Ich werde natürlich öfters mal schnell speichern müssen. So, wo gehen wir denn hin? Das ist der Typ da drüben, ne? Kaufe eine Mikrozelle. Wieso soll ich eine Mikrozelle kaufen? Kann ich doch, oder? Hä? Das wäre also optional nur. Da jetzt Ewigkeiten rumzusuchen auf dem Schlachtfeld. Nö. Komm, mach mal auf. Ich guck mal, ob der noch eine hat. Jetzt hat er ja eine, weißt du, und hat uns einfach nur verarscht. Jetzt sollen wir für den da draußen auf dem Schlachtfeld rumkrebsen, verstehst du? Und der hat natürlich einen im Inventar. Das muss ich ja aber hier, ne? Das lasse ich mir nicht gefallen, mein Freund. Hör auf. Hey, Drag, alles, was du darfst. Brauchst du Material? Oder willst du nur was? Du, ich hätte das hier. Das ist schön. Ich brauche eine Mikrozelle. Hast du zu 11.000 gekauft? Ja, so schnell geht das. Ich werde hier nicht wochenlang rumsuchen auf deinem komischen Planeten hier. Bin doch nicht blöd. Ne, 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 ne. Au. Das war meine Nasenspitze. So, jetzt gehen wir zurück zu zum Herrn Kaiser. Hui. Oh. Einfach gerade durch, oder Sarah? Was sagst du? Was sagst denn du dazu? Du bunte Kuh. Hui. Wird aber mächtige Chancen, Junge. Pass auf, dann nehmen wir mal Anlauf und gehen mal direkt darüber auf den Berg. Wird auch hier nicht ewig. Für ein geiler Mech, oder? Mech. Guck mal da jetzt rüber, ohne dass die uns da so richtig sehen. Da ist eine Brücke. Die würde ich natürlich gern dafür schamlos missbrauchen. Ich muss unbedingt das Boost-Deck verbessern. Werden wir natürlich gleich so lösen, ne? Ohne hier großartig viel rumzukämpfen. Voilà. So, Kaiser, ich habe deinen Saft mitgebracht. Was haben wir denn hier? Pilsner, Linsen, Spaghetti. Oh, wir sind gerettet. Kaiser, mein Freund. Batterie akzeptiert. Na, ich hoffe es für dich. Energieniveau wiederhergestellt. Ja, kämpfe. Analysiere Restschäden entdeckt. Aufprallschutz. Visuelle Systeme. Schaden liegt im akzeptablen Bereich. Also TÜV kriegst du noch. Für die Hilfe. Ich muss die Mission fortsetzen. Warte doch, warte doch. Treten Sie zur Seite. Moment, du erhältst eine neue Mission. Hier, Major Adrian braucht dich. Dein Zustand dürfte nicht zulassen, dass du deine Mission erfüllst. Du solltest mit mir kommen. Mission, wovon redest du da? Waffenentschärfung. Hohes Risiko. Treten Sie bitte zur Seite. Nein, werde ich nicht. Was waren das für Kreaturen, die ich entfernen musste? Thermoparasiten. Energiefressendes Ungeziefer. Okay. Haben sich beim letzten Reset eingenistet. Schön, sie endlich los zu sein. Gerne, mein Freund. Übrigens, du erhältst eine neue Mission. Major Sanon. Muss warten. Nein. Ich kann die Mission nicht aufgeben. Du, ich schließ dich kurz. Frühere Entschärfungsversuche waren leider nicht erfolgreich. Mit zusätzlicher Unterstützung sollte ich meine Mission schneller erfüllen können. Erbitte diesen Ort zu verlassen. Ach, Junge. Wenn du dich... Was? Wenn du mich darum bittest,
dir bei deiner Mission zu helfen, dann klar, lass uns doch machen, Mensch. Was hast denn du eigentlich für eine Mission hier? Meine Mission ist die Entschärfung von Einheit XW-99, Kennung Siren. Niras letzte Xenowaffe. Die Viecher sind die Waffe. 99 hat sich als viel fähigerer Gegner als die anderen erwiesen. Helfen Sie mir, sie zu entschärfen. Naja. Wenn ich dich nicht anders zum Mitkommen bewegen kann, ja okay, dann mal los. Folgen Sie mir. Ich muss schnell speichern. So. Folge Kaiser. Kaiser, Entschuldigung. Na lauf doch. Was ist denn? Ich soll dir folgen, ja? Hallo? Du machst... Was soll ich? Aha. Wir sind also jetzt quasi Kampfbros, ja? Würdest du bitte laufen? Ich soll... Ich hänge hier irgendwo hoch an der Klappe fest. Du, ich warte nur auf dich. Also, wir könnten schon längst fertig sein. Wurde jetzt hier so sinnlos vor dich hin rostest. Lalala. Du bist wirklich ein ganz toller Roboter. Thermoparasit. Der ist hin. Also, du. Mein Vesco ist deutlich schneller wie du. Ich sag's dir nur. Da, 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 da. Ich warte den ganzen Tag auf dich, mein Freund. Oh. Also, was soll ich denn machen? Soll ich vorgehen oder was? Jetzt hat er irgendwas gecheckt. Seien Sie vorsichtig. Wie Sie zweifellos gesehen haben, kann diese Region für Organismen gefährlich sein. Du, keine Ahnung. Du gehst ja nicht. Jetzt renne ich dir eine Stunde hinterher und dann, ne? Da, 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 da. So, ich warte einfach hier oben, oder? Da steht eine 10. Okay. Das heißt 10. So, guck mal, da drüben ist einer. Würdest du den bitte erschießen oder sowas? Ja, du bist ja eine große Hilfe. Wirklich. Kommt nur her. Würdest du bitte mal auch was tun? Was bist denn du für ein blöder Roboter? Also richtig? Das kann ja Wochen dauern hier. Junge, Junge, Junge. Mann, Mann, Mann. Da, 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 da. Kaiser, mein Freund, was ist... Achtung, mögliche Gefahr im Gebiet. Ach komm, das glaube ich nicht. Wir sind doch hier ein super Kampfteam. Gut, der ist ja noch wach. Also ein Arschschießen bringt irgendwie nichts so richtig bei den Viechern, oder? Jetzt habe ich aus Versehen Sarah getroffen. Ha, komm her. So, sind wir jetzt durch mit dem Mist? Nein, da kommt noch eine. Dumpi, dumpi, dum. Und dann nehmen wir hier auch ein bisschen Knochen. So sehen die also von innen aus. Ja, ekelhaft, oder? Ekliptik muss verzweifelt sein, wenn sie inzwischen schon im Schrott nach Mech-Teilen wühlen. Ja, das sehe ich auch so. Komm mit, Sarah. Der rennt jetzt los hier wie so ein Wahnsinniger. Ich weiß gar nicht, wo der hin will. Also hätte ich das gewusst, weißt du, dann hätte ich den hier gelassen. Dann hätte ich Vesco genommen. Der hat wenigstens noch eine kaputte Hand. La 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 di da di. Engelsschanze. Hört, hört. Da ist der jetzt hier jahrelang rumgerannt. Ich erkenne Einheit 99, aber es gibt eine Komplikation. Okay. Einheit 99 ist auf der anderen Seite des Bergkamms, aber sie scheint von feindlichen Kräften kontrolliert zu werden. Den Sensoren zufolge
Ekliptik. Ein Söldnerunternehmen wie Ekliptik würde Einheit 99 nur als Waffe einsetzen. Einheit 99 muss deshalb sofort entschärft werden. Das übliche Vorgehen wäre ein gnadenloser Frontalangriff auf ihren Außenposten. Stimmen Sie zu? Ja, also, kennt ihr übrigens die Synchronstimme von dem Viech, ne? Kommt euch die irgendwie bekannt vor? Habt ihr schon mal Top Gears gesehen? So, ein Frontalangriff klingt gut für mich. Machen wir rein den Tisch? Sehr gut. Ich stimme voll und ganz zu. Ein frontaler Angriff scheint mir passend. Das sag ich doch. Abmarsch. Abmarsch, jawohl. Ich muss schnell speichern, Leute. Nützt nichts. Und dann brauche ich eine geile Waffe. Und zwar eine Grandel. Mrs. Grandel. Bitteschön. Sollen wir jetzt da wirklich jetzt, also echt und so, ne? Ja, du, das machen wir. Let's go, Attacke. Ich hab eine schöne Waffe. Speichern. Sensoren melden Feinde im Gebiet. Das ist gut. Ich leg los. Da sind sie hier. Gut gekämpft. Ja, schon fertig. Mal sehen, ob das Ding noch kämpft. Lass die Waffe frei. Lass die was frei? Nein, hau ab. Du kannst mir doch nicht an meinen Arsch packen. Granate, jawohl, ich hab's gesehen. Nutze, was soll ich nutzen? Du bist lächerlich. Ja, genau, du bist nämlich total lächerlich. Oh, warte mal, ich muss den mal. Nein, nicht mit dem Lichtbogenschweißer, das macht nicht viel Sinn. Granate. Ich sag's dir. Au! Lass mich in Ruhe. Unbedingt den anderen geilen Anzug. Jetzt ist er gleich hin. So. Und tschüss. Wenn du schon plünderst, dann schnell. Ja, natürlich will ich plündern. Warte, lass mich doch kurz. Au. Oh. Wesco, du kleiner Irrer. Was nehmen wir denn? Die ist auch gut. Ja, genau, das war wieder so typisch für mich, weißt du. Geh doch mal in Kampf. Ja, warte mal, ich muss das nachladen. Ach, für dich. Wir erledigen sie, jawohl, warte. Geht sofort los. Electric Söldner. Wir nehmen natürlich die Waffen auch noch mit. Bitteschön. Du kannst rumschießen, so viel du willst. So, du bist ja einer von mir. Wo ist der Typ? Schön ins Gesicht rein, noch. Immer schöner drin ins Gesicht. Genau, ja, ja, komm. Ach, Moment. Ist ja furchtbar. Du bist doch schon fast durch. Du kommst klar da oben? Oh. Also nehmen wir natürlich alles mit. Hier gibt es nämlich eine spezielle Spezialkarte. Wartet mal, wir müssen doch... Der Dienst der Einheit 99 ist nun beendet. Finde ich gut. Jedoch geht weiter. Nein. Unsere Arbeit hier ist beendet. Welche Mission haben Sie vorhin angesprochen? Ist Major Sanon beteiligt? Aber selbstredend.
Hadrian und ich brauchen deine Hilfe, um eine mögliche Welle von Terrormorph-Angriffen zu verhindern. Wir haben einen Teil des Xenowaffenteams wieder vereint. Aber wir kämpfen gegen Aliens, nicht mit ihnen. Okay? Das ist eine Sache, an der ich gerne teilhaben möchte. Sie haben beim First von Schrotter nicht angedockt. Selbstverständlich. Ich komme dorthin. Sehr gut. Dann mache du los. Ich muss erst mal gucken, was hier noch so alles gibt. Wir müssen nämlich erst mal gucken, was es hier noch alles gibt, Leute. Aber nicht viel. Es hält sich in Grenzen. Was haben wir denn alles hier? Slate des UC-Spezialisten. Die Model-A-Roboter, die wir in der Waffenkammer haben, sind erstklassig und werden im Falle einer Bedrohung auf der Station aktiviert. Ich habe nicht die nötige Freigabe, um zu wissen, was hier vor sich geht, aber ich weiß sehr wohl, dass jegliches Sicherheitsrisiko eliminiert werden muss. Im Anbetracht dessen, was hier auf dem Spiel steht, habe ich mir vorgenommen, die Waffensysteme der Roboter selbst ein bisschen aufzumotzen. Ich habe mir ihre Aufruflisten angesehen und glaube, dass ich noch ein paar Verbesserungen an den Subroutinen in ihrer Programmierung vornehmen kann. Alles klar, mach das, mein Freund, mach das. Hi, Sarah. Okay, was gibt's hier noch Schönes? Dich haben wir ja schon ausgenommen, wie eine Weihnachtsgans. Was haben wir hier? Käse und eine Limette. Ist das herrlich, Leute? Ist das gut? Herz Plus, nehmen wir mit. Einmal nüscht, oder? Nö. Eine Munitionskiste. Entsperrt. Waffenkoffer. Lehrling. Dietrich. Wir haben ja noch nicht den weiteren Skill, ne? Wo man das, wo das anzeigt. Ach Leute, das ist ja wieder. Das ist ja wieder kurios. Das könnte nicht passen. Das sind ja auch drei. Warte mal. Passt nicht. Würde auch nicht passen. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich versuche das mal zu entsperren, Freunde. Ich habe ja noch 17 Dietrichtete. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, siehste, war doch gar nicht schlimm. Eine modifizierte Urban Eagle. 51 Schaden. Nehmen wir mal mit. Hi. Habe ich die schon in der Hand? Nö. Lass mal schauen. Lass mal schauen, Brudi. Genmaterial, Anzug, Ekliptik. Der sieht ja auch hübsch aus, ne? Pilsner. Lecker. Ein Ekliptik-Spezimen. Achso, das war da unten. Ja, 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 alles klar. So, eine Orion. Die hatten wir doch auch schon mal, ne? Die haben wir doch, glaube ich, auch. Linsen, Toxin. Eine demoralisierende Rettungsaxt. Ach, die ist ja auch hübsch. Noch ein Anzug. Eine modifizierte Grandel. Die hat mir zu wenig Schaden. Dann haben wir die noch. Die hat aber auch so wenig Schaden. Die ist hübsch. Zeig mal her. Ich nehme mal. Wir haben schon eine modifizierte Urban Eagle. Aber die hat 46, unsere. Die hat 51. Jawollo. Da. Süß. Komm mit. Wir müssen los, Leute. Jetzt müssen wir wirklich da ganz komplett rundherum latschen, ne? Der wartet ja schon. Auf uns. Mach doch mal ein bisschen hin. Wir laufen über Stock und Stein. Es ist ja wirklich eine wirklich, ne? Miese Gegend hier. Es ist eine miese Gegend. Anders kann man es nicht beschreiben. Das sieht gut aus. Da müssen wir hin. Hui! Oh, ich habe schon wieder so ein Viech gehört. Papapapapap hat's gemacht. Nix wie weg hier. Jetzt komm. Beweg dich. Ich habe wirklich ein Talent dazu,
Ein 7-Schuss-Magazin. Das ist aber jetzt auch nicht unbedingt das, ne, dickste vom Ei hier. Auch gut. Nicht schießen, bitte. Ich komme in Frieden. 94 Meter, kommen wir da nicht noch irgendwie anders hoch? Klar, hier. Boah, was eine fette Wumme. Schön, will ich haben. Einpacken. Ja, da brauchen wir ja nicht nochmal zu dem Knalltypen da hinten, ne, der uns sowieso nur abzockt. So, du bist hier, mein Freund. Hi. Keine Sorge, ich werde bereit sein, abzuheben. Du, dein Wort in Gottes Ohr. Ich glaub dir das jetzt mal ungesehen, aber wehe, du verarscht mich, du. Dann nehme ich dir deine Energiezelle wieder weg. Kannst nämlich mal gucken, wo du bleibst. Mhm. Vesco, du hast einen neuen Kumpel. Halt die Ohren steif. Ah. Vor dem Aufbruch noch Zeit für ein Nickerchen. Warum soll ich denn Nickerchen machen? Warum? Bei mir ist alles bestens, Captain. Du, da hat keiner gefragt. Aber trotzdem danke für die Information. Das finde ich gut. Na, dann heben wir mal ab. Ich hoffe, der Herr Kaiser ist an Bord. Oder vielleicht hängt er ja auch unten dran. Keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen. Eingeschossen und bereit zum Abheben. Das finde ich gut. Wir heben ab. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Wisch die weg von diesem traurigen Planeten hier. Ist ja furchtbar. Fantastische Aussicht. Fantastische Aussicht, das sage ich dir. Was ist hier los? Was machen die denn hier? Wollen wir da mitkämpfen? Ich mach mal. Zerstört das Schiff! Jawohl, zerstört das Schiff. Richtig. Zerstört es, dieses blöde Schiff. Da gehen wir doch mal hingucken, was da los ist. Kraftantrieb weg. Sprung unmöglich. Oh, das ist nicht so schlimm. Ich komme ja schon. Ekliptik. Die sind irgendwie sauer auf uns, oder? Sie können nicht mehr springen. Du hast ihre Schilde ausgeschaltet. Ich weiß, das war ja der Plan. Betten? Feind, wir haben ihre Schilde gegrillt. Ecliptic Stiletto. Eine Thurne Stiletto. Nochmal näher ran jetzt hier. Feindliche Schilde wieder aktiv. Beryllium. Ziel wählen. Mach ich. So. Also, da muss ich... Dieses Schiffsreparaturzeug, da muss ich mich echt mal auseinandersetzen mit. Nuklearer Brennstab, sehr gut. Hm. Kriegsrelikte. Wie schön. Möchte bitte auch Kriegsrelikte haben. Was ist denn das hier alles für Zeug? Samuti... Okay. Scanner verlassen. Ja, wunderbar, Leute. So viele Anzeigen hier, du bist ja kirre. So, wo müssen wir hin? Wir müssen doch irgendwas tun. Wartet mal, lass mich mal ins Missionslog schauen. Da oben. Kehre zur Basis der Red Devils zurück. Und das machen wir doch. Zack. Gleich auf dem direkten Wege. Hier vor, auf so einem Planeten zu stranden. Wie soll man da überleben? Quatsch doch alle gleichzeitig. Wisst ihr? Junge, Junge, Junge. Wir treffen uns irgendwo, habe ich nur so am Rand mitbekommen. Hi. Guten Tag. Hey, hey. Wie kann ich dir helfen? Gar nicht nötig. Ist doch schon in sehr gutem Zustand. Na, ich wollte es doch nur von dir hören, weißt du? Mehr wollte ich doch gar nicht. So. Du passt schön auf, ja? Hi. Ja. Sie erwarten dich schon. So. Geh einfach rein. Ich bin auf dem Weg. Sarah, kommst du bitte? Sie immer alle so rumtrödeln müsst. Ihr wisst doch, dass wir keine Zeit haben. Es geht ja um den Frieden, um die Sicherheit der Galaxis und
Der ganze andere Quatsch, weiß doch schon. So, Kaisa habe ich organisiert, Freunde. Das kann ich nicht glauben. Doch, kannst du. Dr. Walker. Du bist in besserer Verfassung, als ich erwartet habe, Kaisa. Ja, ja. Es sollte nicht lange dauern, bis du wieder voll einsatzfähig bist. Das ist schön zu hören. Man sagte mir, es gibt bereits eine neue Bedrohung. Ich würde gerne mehr erfahren. Percival wird dir alles erzählen. Außerdem wirst du für den Anlass schick gemacht. Oh. Anlass? Wohin geht es? Londinion. Londinion. Doktor, ich werde zusätzliche Waffen benötigen. Das ist der Plan. Komm mit. Boah, der kriegt zusätzliche Waffen. Du kommst mit mir. Ich krieg nichts. Zeit, dir zu erklären, was wir uns ausgedacht haben. Aha. Das Problem, mit dem wir es zu tun Los haben, hier. Ist also gewaltig. Terrormorphs können überall sein. Jawohl. Wir können sie nicht selbst finden und eliminieren. Aber was, wenn wir jemand anderen die Arbeit machen lassen? Komm. Wen denn? Ich erkläre dir, was genau wir vorhaben. Das ist nett. Ja? Ja. Alles klar, ich bin bereit. So. Weißt du noch, wie wir über die Terrormorph-Fresser gesprochen haben, bevor du nach Nira gegangen bist? Die Azeles? Ja. Klar. Oder? Nö. Hä? Du musst nur wissen, dass sie ein natürlicher Jäger der Terrormorphs waren. Angeblich genau. Wie Bluthunde für sie. Aber als den Yussi während des Koloniekriegs die synthetischen Lebensmittel ausgingen, sollten die Azeles die Lücken füllen. Wir dachten, sie wären ausgerottet worden. In den Daten fand das Forschungsteam aber den Standort ein paar überlebender Exemplare. Wie du siehst. Was läuft denn da hinten? Wir schlagen vor, sie zurückzuholen. Ach süß. Wir würden Azeles züchten, sie auf menschlichen Welten einführen und der Natur ihren Lauf lassen. Mit einer Methode, die im Lauf der Jahrtausende bereits perfektioniert wurde. Wir könnten ihre Fortpflanzung beschleunigen. Mit... Ja? Nun ja, mit den Technologien, durch die auch ich entstanden bin. Wir glauben sogar, dass wir mit Zeit und Recherchen die Jagdfähigkeiten der Azeles nutzen könnten, um endlich herauszufinden, wie die Terrormorphs sich übertragen. Herausfinden, wie die Menschheit sie verbreitet hat und das Problem endgültig lösen. Okay, das klingt, als könnte es tatsächlich funktionieren. Wir setzen Aliens für unsere Zwecke ein. Das klingt stark nach der Xeno-Kriegsführungseinheit, ne? Würde ich auch sagen. Das ist durchaus korrekt. Mhm. Nur würden wir diesmal Menschenleben beschützen, statt sie zu beenden. Hört, hört. Aber ja? Es gibt noch einen Weg, die Terrormorphs von unseren Welten zu entfernen. Er ist schneller, vielleicht effizienter, aber riskanter. Ja, welcher? Eine Mikrobe. Wir könnten sie als Aerosol freisetzen und sich ausbreiten und alles mit Terrormorph-DNA auslöschen lassen. Nicht nur Morphs, sondern vermutlich auch deren Übertragungsmethode. Ah. Es würde dauern, das zu entwickeln, zu testen und umzusetzen, aber in puncto Effizienz käme keine Methode auch nur annähernd heran. Nicht mal die Azeles. Ja, Wahnsinn. Okay, was machen wir? Dann besprechen wir mal, wie wir die Pläne in die Realität umsetzen können. Das klingt, als würdest du mit dem Feuer spielen. Ich bin für die Achilles. Ich eigentlich auch, ne? Weil Mikroben, die können sich ja immer wieder verändern und so weiter und so fort. Und dann vielleicht auch die menschliche DNA. Ja? Ich neige auch dazu. Ja. Aber beide Optionen erfordern ein langfristiges Engagement. Jahrelange Arbeit. Allein die Pläne in Gang zu bringen, dauert schon seine Zeit. Und alle Varianten erfordern sehr spezielles Material, damit sie überhaupt funktionieren. Terrormorph-Zelllinien können wir schnell und konstant züchten. Azeles-Genproben können wir nutzen, um die Blutlinien neu aufzubauen. Oder die Jagdfähigkeit der Mikrobe zu verbessern. Sowas liegt nicht einfach in jedem Labor herum. Aber wir denken, dass wir was entdeckt haben. Einen Ort in der bekannten Galaxie, an dem wir die benötigten Materialien finden sollten. Alle Wege führen nach Londinion. Okay. Der Planet, der von Terrormorphs überrannt ist, ist das nicht Selbstmord? Es ist gefährlich, ja. Aber Kaisa, Percival und ich wurden dafür ausgebildet. Und du bist auch nicht unerfahren. Nein. Und ganz sicher will ich nicht, dass die UC uns einen übereifrigen Grünschnabel aufhalsen, der uns und die Mission in Gefahr bringt. Mm-mm. Captain. Ja.
Wir sind alle jetzt deinetwegen hier. Ich bin sicher, dass du uns helfen kannst, die Sache durchzuziehen. Bist du dabei? Ja, na klar, dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Londinium, wir kommen. Wenn das dazu nötig ist, hör zu, ich brauche etwas Zeit. Dafür dürfen wir überhaupt in Londinium sein? Na klar, oder? Das ist doch so eine geheime Geheimmission. Das ist sicher nicht erwünscht. Siehste? Aber die Colonies haben diesen Ausflug genehmigt. Dieser Besuch geht vollkommen in Ordnung. Mhm, sagst du. Alles klar, dann werden wir keine Zeit verlieren. Ganz genau das wollte ich hören. Jetzt haben die UC eine kleine Basis am Stadtrand von Londinion. Wir haben Zugangsberechtigung, müssen uns aber bei der Kommandantin der Basis, Zaira Hatoum, melden, wenn wir landen. Ich helfe Percival und Kaisa bei den Vorbereitungen. Sobald das erledigt ist, treffen wir uns dort mit dir. Aber denk dran, Londinion gehört den Terrormorphs. Ja, ich freue mich. In der Basis werden sie Anti-Xeno-Ausrüstung für uns haben, aber nimm auch deine Lieblingswaffen mit. Du, ich habe ganz viele Lieblingswaffen, aber irgendwie sind die alle ein bisschen schwach. Hast du neue Waffen für mich? Ja, Sarah. Hm? Jetzt geht's nach Londinion. Was haben wir denn da hinten noch? Kaufe neue Ausrüstung. Ja. Ich kaufe neue Ausrüstung. Tralali und hopsasa. Das ist eine beeindruckende Forschungsanlage. Nicht wahr? Die Red Devils scheuen wirklich keine. Es ist ein Jammer, dass diese Anlage wieder in Betrieb genommen werden musste. Aber die Terrormorphs sind wieder aufgetaucht. Man muss etwas tun. Dieser verdammte Planet. Da sagst du was. Wenn man lange genug weg war, blendet die Erinnerung das Unschöne aus. Zum Beispiel, was für eine Staubhölle der Mars ist. Ja, das stimmt. Ja, ja. Also, was brauchst du? Alles, was du hast, mein Freund. Ich brauche nur ein paar Vorräte. Ich wollte mich nur vorstellen. Captain Ollie Wengard. Ich arbeite mit Hadrian. Du bist ein wahrer Sonnenschein. Du bist ja ein wahrer Okay, was stimmt denn mit dem Mars nicht? Nee, das wissen wir ja. Ich brauche ein paar Vorräte. Gehörst du zum Projekt? Die Vorräte sind nur fürs Personal. Du, ich renne seit Tagen hier rum. Natürlich. Ah, du bist das. Man sagte mir, wir würden vielleicht zusammenarbeiten. Ich mag die Vanguard nicht. Aber ihr zwei scheint die New Atlantis ja mitten im Getümmel gewesen zu sein. Die Kinder meiner Schwester leben in der Stadt, also... Vielen Dank. Gerne. So, gern geschehen. Ich hoffe, deine Angehörigen geht es gut. Ja, sie sind Teil davon gekommen. Forschungsdivision und Künstler. Oh, die Künstler wieder. Sind im Prinzip so gut wie nutzlos, aber immerhin hatten sie nichts mit den Kämpfen zu tun. Aber ich schon. Trotzdem, würde nicht wollen, dass ihnen was passiert. Das ist richtig. Also, was wolltest du noch gleich? Ja, Waffen. Lass mal sehen, was du im Angebot hast, mein Freund. Keine Sorge, ich regle den Papierkram. Das ist nett. Waffen. Zack. Ui. Kennen wir schon? Die ist ja auch hübsch, ne? Aber 36. Eine schöne Schrotpumpi. Die kostet 80.000. Reckless Bombardement. Schwere Waffen. Schwere Waffe. Schuss 0? Was macht das Ding? Verkrüppeln. Fügt dem Ziel beim nächsten Angriff nach Körperteiltreffern 30%. Okay. Stabiler Lauf, Aufklärungslaservisier. Oh, das gibt aber schon schöne Vampires Gift. Oh, die sieht sehr gut aus. Wie viele Credits habe ich denn? 188.000. Nehmen wir mit. So, was haben wir hier noch? Oh, der hat nur so geile Dinger hier. Modifizierte Schrotflinte. 85 Schaden. Was ist das hier? Auch eine Schrotflinte, aber... Die ist nicht unbedingt präzise. Was haben wir denn noch? 92 Schaden. Schalldämpfer-Schrotflinte. Die sieht auch gut aus. Die nehmen wir auch mit. Aufgemotzte Orion. Widerladend. Explosive Munition, die mehr Schaden verursachen soll, aber weniger stabil ist und ab und zu fehlzünden kann. Okay. Aber Explosivgeschosse? Die finde ich ja auch toll. Die kostet 80.000. Schwere Waffe. Nehmen wir mit. Danke und tschüss, mein Freund. Pass mal auf. Neu. Die werden wir natürlich gleich mal anlegen. Und zwar legen wir die hier hin. Dann haben wir die. Und ich sehe, das ist meine modifizierte Grendel, ne? Legen wir die da hin. Und dich legen wir hier hin. Sehr cool.
Die werden wir natürlich auf Londinium testen, die Waffen, ne? Boah. Okay. Reckless. Uhuhu, was bist du? Ich habe keine Munition für die Kiste. Warum nicht? Benötigte Munition fehlt. Hast du Munition, Kollege? Was brauchen die für Munition? Sieht man das irgendwo? 40 mm XPL. 40 mm XPL. Für den Job brauchten das nur die beste Hardware in der Galaxie. Du kannst mich ruhig angucken, wenn ich mit dir rede. Munition. Da. Oh. Du kaufen. Bitte alles kaufen. Wiegt das Zeug was? Nö. Alles kaufen. 342. Okay. Du hast ja viel. Das wiegt alles nichts. Ja, dann. Oh, da muss ich nochmal Geld besorgen irgendwann. Da haben wir alles. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Marine-Rucksack. Ausgeglichener. Ein Turboschweinchen. Power-Boost-Pack. Also der schubst uns richtig hoch. Auch nicht schlecht. Okay. Hilfe. Medipacks. Da hätte ich sowieso gern alle. Dankeschön. Get stronger. Okay. Battle Meal brauchen wir nicht. Waffen hatten wir schon alles. So, pass auf. Jetzt können wir hier mal nachladen. Zwei Schuss nur. Alles klar. Riesenbaby. Freunde, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Oh, die ist ja auch cool. Dieses Wahnsinnsspiels, wenn wir nach Londinion reisen. Mit schönen neuen Waffen, mit Sarah und dem Herrn Kaiser. Bis dann. Tschüss.